Hallo, ich bin Rainer Thorn. Ich mache Musik für und mit Kindern. Und heute zum Karsamstag habe ich euch eine Geschichte und ein Lied mitgebracht. Die Geschichte heißt: Wie teuer ist ein Wunder? Ein kleiner Junge schlug sein Sparschwein entzwein an das Geld und zählte sorgfältig. Ich darf keinen Fehler machen, dachte er. Er legte die Münzen in ein Glas, verschloss es und schlüpfte leise aus der Hintertür. In der Apotheke angekommen, wartete er geduldig, bis er an der Reihe war. Na, was kann ich denn für dich tun, kleiner Freund? Fragte die Apothekerin den kleinen Jungen. Ich will ein Wunder kaufen, sagte der Junge. Wie bitte? Fragte die Apothekerin. Meine Schwester ist schwer krank und mein Vater sagte, nur ein Wunder könnte ihr noch helfen. So möchte ich ein Wunder für sie kaufen. Wie viel kostet das? Es tut mir leid, sagte die Apothekerin und fühlte, wie ihr das Herz brach. Hier verkaufen wir keine Wunder, fügte sie hinzu. Ich habe Geld, um dafür zu bezahlen. Wenn es nicht genug ist, ich hole mehr. Sag mir einfach, wie viel es kostet. Hinter dem kleinen Jungen stand ein großer, gut gekleideter Mann. Er sah ihn an und fragte: Was für ein Wunder brauchst du für deine Schwester? Ich weiß nicht, sagte der Junge. Die Tränen fingen an, über seine Wangen zu rollen. Ich weiß nur, dass sie sehr, sehr krank ist und etwas Schlimmes in ihrem Kopf hat. Der Arzt sagte, sie bräuchte eine Operation, aber Vater kann es nicht bezahlen. Also brauchen wir ein Wunder, um sie zu retten. Bitte, ich kann mein ganzes Geld dafür hergeben, um meine Schwester zu retten. Wie viel Geld hast du denn? Fragte der Mann. 1,12 Euro. Das ist alles, was ich habe, aber ich kann noch mehr besorgen, fügte er hinzu. Was für ein Zufall, sagte der Mann und lächelte. 1,12 Euro ist genau der Preis für ein Wunder für eine kleine Schwester. Er nahm das Geld des Jungen in die eine Hand und die Hand des Jungen in die andere und sagte: Bring mich zu deiner Schwester, mal sehen, ob ich das Wunder habe, das sie braucht. Dieser Mann war Direktor eines Krankenhauses. Er war genau die richtige Person, um das Leben des kleinen Mädchens zu retten. Für die Operation in seinem Krankenhaus nahm er keinen Cent. Kurz darauf ging es dem kleinen Mädchen wieder besser, sodass sie wieder nach Hause konnte. Diese Operation, sagte die Mutter, war ein echtes Wunder. Ich frage mich, wie viel es wohl gekostet hätte. Der kleine Junge lächelte, denn er wusste genau, wie viel ein kleines Wunder kostet. 1,12 Euro und den Glauben eines Kindes. Bei Tag und Nacht, auf Schritt und Tritt, da geht mein guter Engel mit. Ich bin bei ihm geborgen und mach mir keine Ich bin bei ihm geboren.